Vicky werden wir bald von der Leinwand hören. Grund dafür, Vicky und die starken Männer kommen endlich ins Kino. Alle warten schon darauf, jeder will es sehen. Michael Bulli-Herbigs neuesten Streich. Schuh des Manitou oder Traumschiff Surprise will er nun im September mit der Verfilmung der Kultserie ganze Kinoseele füllen. Echte Darsteller, echte Action, die Ausschnitte versprechen viel. Lauf, Baby, lauf! Die Geschichte um den schüchternen Wikingerjungen entstand 1972 und wurde sofort Kult. Ich hab's! Gemeinsam mit den starken Männern segelt Vicky über die Weltmeere und gerät immer wieder in scheinbar ausweglose Situationen. Das ist Sven, das sind Svens Schiffe. Davon bin ich gar nicht entzückt. Aber Vickys geniale Geistesblitze, ich hab's, na klar, sorgen immer wieder für ein Happy End. Was würden die starken Männer bloß ohne Vicky tun? Das fragte sich auch Bulli und verfilmte die Serie prompt. Im Film gibt's keine Stars, sondern nur Laienschauspieler. Das ist aber keineswegs ein Nachteil. Wie das Original. So sehen sie aus, die starken Männer. Hoffentlich eine saftige Ohrfeige. Halt die Klappe, du Zwerg. Serie oder Film, der schreckliche Sven darf natürlich nicht fehlen. Günter Kaufmann badete zuletzt mit Mausi Lugner im Dschungelcamp. Das Ganze ohne Alkohol. Jetzt macht er Vicky und den starken Männern das Leben schwer. Das ist Halvarsson. Oh, prima, ich freue mich. Mir platzt gleich der Kragen. Richtig, mir auch. Ich hab Sonnenhals. Kaum ein Unterschied. Hier der schreckliche Sven als Zeichentrick. Schreckliches Erwachen. Und hier in der Kinoversion. Vielleicht ist das ja unser Goldjunge. Keine Hauptrolle für Bulli heißt es diesmal. Wir müssen aber nicht ganz auf den 41-jährigen Münchner verzichten. Einen Auftritt in seinem Film lässt er sich nicht nehmen. Nachdem ich hin und wieder gefragt wurde, ob ich denn jetzt mitspiele und dann gesagt habe, eigentlich nicht, dann gucken mich die Leute so enttäuscht an und das fand ich dann so rührend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht finden wir doch was Kleines. Und dann ist mir der Erzähler eingefallen, den es ja ohnehin auch in der Zeichentrickserie gab. Und wir haben das ein bisschen modifiziert, ein bisschen filmgerechter gemacht und hab mir so überlegt, gut, Portugiesen, Spanier waren große Seefahrer, nehmen wir einen spanischen Journalisten. Man hält sich also streng an die TV-Serie. Die Reaktion ist völlig normal. Die Charaktere, als wären sie der Kultserie entsprungen, könnten identischer nicht sein. Hallo, Lefu. Ich bin entzückt! Selbst das Wikingerdorf und das Schiff sehen aus wie in der Serie. Wenn jetzt auch noch die Abenteuer so spannend sind wie damals, kann der Film ja nur zum Zuschauermagnet werden. Das ist der Plan! Ah!